Das Familienhaus Magdeburg ist als Träger der Freien Jugendhilfe im Rahmen der ambulanten Erziehungshilfe für und mit Kindern, Jugendlichen und Familien im Einsatz. Kürzlich feierte der eingetragene Verein sein 5-jähriges Bestehen und zwar in seinem zukünftigen neuen Domizil. Und das wird sich in Zukunft am nördlichen Ende des Nordparks in der Straße am Weinhof befinden. Aus dem Objekt auf dem Werder musste der Verein bekanntlich ausziehen. Was sind eigentlich die wichtigsten Anliegen des Familienhauses? Ja, als wir uns vor 5 Jahren gegründet haben, war uns das Wichtigste, fachliche Impulse in die Stadt zu setzen, dahingehend, dass wir Familien in schwierigen Lebenssituationen unterstützen wollten. Und davon ausgingen, dass auch Familien, wo sehr, sehr kritische Situationen vorliegen, sie eine Chance haben, mit Unterstützung zusammenzuleben. Insofern haben wir vor 5 Jahren damit angefangen, Angebote fürs Jugendamt anzubieten, Familienhilfe, aufsuchende Familientherapie als besonderes Angebot oder auch Angebote an Jugendliche zu richten, also alles im Bereich von Hilfen zur Erziehung, haben dort spezielle Konzepte entwickelt und haben im nächsten Schritt dann geguckt, dass wir Familien einerseits zusammenbringen wollten, um voneinander zu lernen, haben wir aber in einem gezielten Programm, was wir Empowerment nennen, festgestellt, dass dieser Schritt allein nicht ausreicht, wenn Familien in gleichen Lebenssituationen zusammenkommen, sondern einfach auch ganz normale Familien mit Familien, die in schwierigen Situationen sind, voneinander lernen können und sich begegnen können. Die Eltern nehmen das in der Regel ganz gut an. Es ist, natürlich muss man auch ein bisschen um die Familien werben. Man muss auch versuchen, die richtige Sprache für die richtige Familie zu finden und auch das richtige Angebot. Und so sind unsere Angebote sehr, sehr vielfältig. Wir haben Angebote, so ein Elternfrühstück, wo wir einerseits eine Geselligkeit anbieten, andererseits aber auch einfach Themen dazu finden. Wir bieten Krabbelgruppen an, wo einfach gezielt Mütter, Väter, die mit Kleinkindern zusammenleben, sich begegnen oder aber einfach auch für ältere Kinder, ältere Jugendliche weitere Angebote. Noch ist das Familienhaus nicht offiziell Nutzer des Objektes am Weinhof 6 und so durfte das Geburtstagsfest auch nur mit einer Sondergenehmigung des kommunalen Gebäudemanagements stattfinden. Da im Moment weder Strom noch Wasser anliegen, mussten die Mitglieder des Vereins viel improvisieren. Aber das tat der Stimmung keinen Abbruch. Ja, so richtig angekommen sind wir ja noch nicht. Wir sind heute sozusagen zur Probe hier. Wir haben uns ja erst auf dem Werder engagiert und haben jetzt, nachdem der Werder verkauft wurde von Seiten der Stadt, hier ein neues Domizil für uns erkannt. Jetzt muss der Stadtrat noch zustimmen. Wir hatten heute schon viele Stadträte hier, die sich das angeguckt haben, die gesagt haben, Mensch, coole Idee, können wir unterstützen. Von daher hoffen wir darauf, dass das jetzt ja vor der Sommerpause eigentlich noch durch den Stadtrat geht und wir dann die Möglichkeit haben, hier doch mit Sanierung anzufangen, ist doch ein bisschen was zu machen, ein neues Dach, neue Fenster und Ähnliches. Da stehen schon viele Ehrenamtliche und freiwillige Helfer zur Verfügung, aber sicherlich auch viele Firmen müssen hier noch mal ran. Und das Projekt wird uns schon noch die nächsten Jahre beschäftigen, aber wir hoffen, dass wir mit kleineren Angeboten schon in diesem Jahr, vielleicht nach der Sommerpause beginnen können, im Wesentlichen aber dann vor allem im nächsten Frühjahr so richtig durchstarten können mit dem ganzen Angebot, was wir bieten. Und wir laden auch viele Kooperationspartner ein, die sich heute teilweise auch schon auf diesem Geburtstagsfest um die Kinder kümmern, auch weiterhin für Familien Angebote zu machen. Und ja, da freuen wir uns schon auf diese Kooperation. Heute hat schon spontan auch die AOK, die Sparkasse, Wirtschaftsunternehmen wie Makro Möbel, die haben alle schon gesagt, Mensch, das unterstützen wir, da bringen wir uns mit ein und da freuen wir uns drauf. Das war früher mal und wir hatten heute schon ehemalige Schüler hier, einen Hort bzw. davor eine Grundschule für die alte Neustadt und von daher sind es auch ja, optimal geschnittene Räumlichkeiten auch für das zukünftige Familienzentrum. Wir wollen uns hier konzentrieren. Also es ist ja derzeit so, dass wir an verschiedenen Standorten, wir waren am Werder, da nicht mehr. Wir sind in der Walter-Rathner-Straße und in der Nachbarschaft noch an einem kleineren Standort. Wir haben Lager für Möbel, für Kleidung in der Stadt verteilt. Das ist alles sehr ungünstig. Das wollen wir konzentrieren hier an einem Ort, um den Familien Hilfen und Angebote aus einer Hand geben zu können. Genau, es soll also nicht so ein üblicher Spielplatz werden, aber wir wollen hier schon
Sachen zum Erproben machen, Sachen, wo man balancieren kann, wo man im Sand moddern kann und ähnliches. Also mehr naturbelassen, aber schon, dass die Familien gemeinsam, das ist unser Ziel, hier sich erproben können und ja, auch bis hin Teams aus Firmen sagen, Mensch, das ist ein cooles Ambiente, da gehen wir hin, da verbringen wir einen schönen Nachmittag. Aber es gibt auch schöne große Bäume, das macht sicherlich aus. Ich denke, was hier nochmal ist, dass es sehr zentral gelegen ist, leicht erreichbar ist. Wir haben die Universität auch in der Nähe und auch dort gibt es erste Kontakte zur Familienbeauftragten und zum Rektorat. Auch der Kanzler hat uns dort schon Hilfe zugesagt. Also wir sind mit unserer Nachbarschaft hoch zufrieden. Zufrieden waren ganz offenbar auch die, für die sich das Familienhaus engagiert. Den ganzen Nachmittag nutzten viele Familien, aber auch viele Neugierige aus der Nachbarschaft in der alten Neustadt die Offerte, das Gelände und den Verein mit seinen Angeboten kennenzulernen. Gevers konnte sich auch über zugesagte Unterstützung von Kommunalpolitik und Wirtschaft freuen und ist optimistisch, dass das Familienhaus am neuen Standort bald seine Pforten für immer öffnen kann.